So, dann schöpfen wir noch mal einmal kurz dahin, wo die gesprochen haben, dass wir da, glaube ich, was looten können, den Wein oder so. Und dann geht's auf nach Salam. Ich finde die Namensschilder von den Spielern so ein bisschen extrem groß. Da hinten war das irgendwo. Ein paar Planken noch mitnehmen. Aufpassen, 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 aufpassen. Benutzt den Speer! Den was? Ach, der Hai ist hinter uns. Muss aufpassen, dass ich hier nicht in die. Ja, ich glaube, die meinen hier so ein. Alter, ist der groß, ja? Wo ist er jetzt hin? So. Nee, immer noch nicht. Meine Jetzt. Hände zittern. Das war knapp. So, ich glaube, hier die Schiffe sind das, die wir noch mal plündern können hier. Ja, genau. Ich kann gleich noch ein bisschen Ware mitnehmen. So. Weinfässer, Auftrag. Annehmen. Wie ist denn alles nehmen? Ach, F ist alles nehmen. Am Anfang ist Geld nämlich auch relativ knapp. Alles nehmen. Das glitzert auch noch mal da. Muss, glaube ich, das in dem Rad noch mal umsortieren, weil ich würde mich immer vertun, was ist. Der Fisch ist nämlich jetzt auf der 1. Ja, genau, das Wie geht ein so Hauch ein. von Gewürzen auf offener See. Schmeckt gut. Aber Okay, probier dann mal machen wir das bevor nämlich ich ihn weg. anders. Hier machen wir jetzt nämlich eigentlich die Reparaturdinger hin. Und auf die 4 machen wir das Futter. Jawohl. Gekochtes Essen, gegrilltes Essen. So. Oh, das ist schon gleich respawned, oder? So, wenn das Frachtgewicht überladen ist. Oh, jetzt sind wir zu schwer. Mal eins abwerfen irgendwie hier. Wir sind immer noch überladen. Oh, hier kommt schon ein Hai. Der sieht auch gut aus, ne? Wenn er zubeißt.
schaffen es lebend hier raus. Du wirst sehen. Das waren meine Finger auf der falschen. Nein, das war verkehrt. Fracht, was hat er gesagt? Fracht war eigentlich L. Doch, hier ist Fracht. Ich muss anhalten, sonst schippern wir hier irgendwo gegen. So, Fracht. Was abschmeißen? Altmetall. Abwerfen. 125. Ach, das ist das Gewicht? Oder ist das? Ja, das ist das Gewicht. Jetzt müsste also einmal abwerfen, sollte reichen, oder? Fracht. Nee, wir sind immer noch überladen. Na, eigentlich nicht mehr. Auf geht's nach Sonnen. Wird da unten auch eigentlich nicht mehr als rot angezeigt. Aber ich kann nicht das Segel hissen. Komm, wir schmeißen noch einmal Altmetall ab. Einmal noch. Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Ah, oh, kommt nochmal ein Hai. Ich hätte fast neue Hosen gebraucht. Noch sind wir nicht tot! Erleg es! Gut, wir müssen bei Kräften bleiben. Nicht reden! Siehst du? Nach vorne gucken! Mann, während der Fahrt nicht mit dem Captain reden, liebe Leute hier. Oh Gott! Der gute Lack. Vorsicht vor den Zähnen. So. So, da sind wir. Ah, riechst du das Salz, die Gewürze und die Sünden? Der Indische Ozean ist voller Geheimnisse und Mysterien. Das Schmugglerversteck von St. Anne ist eins davon. Was immer ein Pirat braucht, hier findet man es. In St. Anne machen wir aus Glück ein Vermögen. Skurlock erleichtert uns den Einstieg. Dieser Brief beweist, dass du ein würdiger Pirat bist. Hey, sieh nicht mich an. Nur du kannst Skurlock überzeugen. Ich? Heia.
Ich habe meine Chance nicht genutzt. Wir brauchen Skurlocks Treue nicht, um Ruhm und Einfluss zu gewinnen. Nur seine Verbindungen. Ein ordentliches Schiff wäre ein Anfang. Außer du willst es dir auf der Dau gemütlich machen. Ich bleib beim Schiff, während du an Land gehst. Und kümmere dich nicht um den Abschaum, Captain. Denk daran, wir sind nur dem Wind Rechenschaft schuldig. Sieht ganz schön fertig aus. Hält höchstens 2-3 Tage durch. Tage? Dieser Kadaver zerfällt doch jetzt schon. Und stinkt übel nach Walpisse. So. Ein Verbindungsproblem stand da gerade. Und wir gehen erstmal zum Chef und geben den Brief ab. Den Schiffbruch überlebt. Das sieht wohl so aus. Ein Überlebender. Kommt rein, Sprotte. Sprotte hat er mich genannt. Erledige das. Oder lass dich nie wieder hier blicken. Du tauge nichts. Die Briten versenkten mein Schiff und meine Fracht. Doch euch spuckten sie wieder aus? Ich hoffe, ihr seid nicht wertlos. Ich brauchte diese Waren. Wisst ihr, dieser Hafen gedeiht nur durch Töhlings Gunst. Dieser Händler ist so reich, er pisst flüssiges Gold. Doch ich bekam nur einen Brief. Dieses Schwein reibt mir seinen Arsch ins Gesicht. Ich schicke eine volle Ladung und er verlangt das Dreifache. Ich brauche mehr Kapitäne. Ein waschechter Pirat, was? Ihr werdet ein gutes Gespür für Beute brauchen und mehr Kanonen. Ich sah, in welcher Nussschale ihr angespült wurdet. Kaum mehr als Treibgut. Ihr habt Schneid, aber ihr seid noch nicht bereit. Ihr wollt raus aus den Lumpen und auf ein richtiges Schiff? Macht euch einen Namen und verschafft euch Respekt. Dann wird euch Gutes widerfahren. Tut das und ich mache euch zum berüchtigsten Piraten der 7 Weltmeere. Jetzt verschwindet. Wir sehen uns bald wieder. Yay! So, Ruhm präsentiert die Stellung, ist klar. Dienste auf Aufträge annehmen, um das zu steigern, ist auch klar. Ruhm angucken im Logbuch. So, Außenseiter. Jetzt in der Beta können wir bis zum Rang 6 aufsteigen. So. Angreifer. Ach, das sind zum Schiff irgendwelche Angaben hier. So. Geht die Meldung auch weg, jawohl. So, Briefkasten. Das ist nochmal ein anderer Brief. Das ist der Briefkasten hier. Halt, 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 halt. So, Post wird abgeholt. Sohn der Freiheit. Habe willkommen in Sign an. Ja, ja, ja. Sohn der Freiheit. Reparaturset.
Und ein paar Sachen. Godro. Was ist denn das? Erstmal ins Lagerhaus. Godro. Sieht aus wie eine Blaupause. Oh, kommt jetzt ständig diese Meldung? Das ist ja auch nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr gehört zu den Überlebenden aus dem Schiffswrack. Eure Lage muss sich verbessert haben, wenn ihr Lagerraum braucht. Ihr macht wohl alles richtig. Wie die fleißige Ameise. Jo. Achso, das ist markieren. Ach, so kann ich das alles markieren und ins Lagerhaus schmeißen. Oder? Und jetzt? Eine neue Buchlieferung trifft bald ein. Ah. Okay. Kommt wieder, wenn ihr Lagerraum braucht. Jo. Wir müssen jetzt erstmal zum Schiffsbauer. Nee, das ist der Zimmermann. Aber die Namensschilder sind auch ganz schön groß, ne? Das ist ganz schön... Ja, das ist zu groß. Aber ich habe auch keine Option gefunden, dass man die Namensschilder irgendwie kleiner machen kann oder so. Ah, ihr seid der Seetang, der vom Wrack der Exeter angespült wurde. Skurlock mag Potenzial in euch sehen. Ich sehe nur einen möchtegern Piraten mit einem Pissfleck am Hosenlatz. Sagt mir, was sieht der Piratenkönig in jemand, der so abgerissen ist wie ihr? Mhm. Passt auf, dass euer Drang nicht von Skurlock gesteuert wird, sondern nur von eurem freien Willen. Gewieftheit ist der Kompass eines Piraten, vergesst das nicht. Ich nehme an, ihr sehnt euch nach einem Schulterklopfen, Schätzen in den Stiefeln und John Skurlocks warmer Umarmung. Ha! St. Anne schlitzt euch eher die Kehle auf, als sich Paradies nennen zu lassen. Ich kann euch das mächtigste Schiff des Indischen Ozeans bauen, so wie Skurlocks Margareta. Doch wie ihr es durch die Gezeiten steuert, liegt allein an euch, Kapitäni. Jo, Quest annehmen. Ohne die richtigen Werkzeuge, jawohl. Annehmen. Ein Pirat steuert sein Schiff. Doch wie es sich im Monsun verhält, hängt vom Baumeister ab. Besucht meinen Freund Seen, den Zimmermann. Er hilft euch mit den Werkzeugen, die ihr braucht, um Material für ein Schiff zu sammeln. Habt Dank, kommt bald wieder. So, Säge, Sichel, Spitzhacke. Ujambo, ihr habt euch bisher an einen Fetzen Glück geklammert. Um euch hier einen Namen zu machen, muss Blut an euren Händen kleben. So sind die Piraten. Okay. Wenn ihr den Ruhm nach dem Gewicht der Geldbörse messt, seid ihr in St. Anne richtig. Wir können uns gegenseitig helfen. Bringt mir gutes Material, dann bekommt ihr die besten Werkzeuge der Roten Insel. So machen wir uns beide einen Namen. Okay, so um Waffen und so weiter zu bauen, brauchen wir Baupläne und Materialien. Okay. Gegenstände herstellen. So, das ist freigeschaltet. Segel und zerbrochene Planke. Herstellen. So, eine Säge. Habe ich auch genug Materialien? Sichel. Habe ich auch genug. Vielleicht kommen wir wieder ins Geschäft. So, Akazie besorgen. Alles andere ist, glaube ich, einfach noch nicht hier freigeschaltet. Wir gehen mal direkt zum Schiff. Müsste eigentlich mit Y gehen. Jawohl, können wir gleich zum Schiff. Segel setzen.
Karte. Das war verkehrt. Da ist Akazie. Das sieht so aus, als ob wir hier nicht mehr durchkommen. Aber ich glaube... Normalerweise geht es da durch. Ja, wir segeln jetzt gegen den Wind. Ach, das sind noch die verschiedenen Kameras hier, okay. Ja, unser Schiff ist total im Eimer. Ich hätte das, glaube ich, für ein bisschen Geld reparieren lassen können. Zu spät. Ich kann die Kamera umschalten, aber trotzdem... Da muss ich nochmal eine andere Taste für benutzen. Saturn zerreißt unsere Segel! Genau so! Guter Anfang! Da ist nochmal irgendwas. Krokodil. Treff doch mal, Alter. Kadaver plündern. So, weiter Akazie sammeln. Und noch ein Baum? Nee. Da hinten sind noch weitere. Sammelt mal. Ich nehme, glaube ich, gleich ein bisschen mehr mit. Ich glaube, für die Kanonen... Ne, die Kanonen müssen wir, glaube ich, noch bezahlen. Da ist noch mehr. Schön vorsichtig. Wir müssen nur zugreifen. Ja. Damit hätten wir dann alles, Captain. Na, sammelt mal noch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ich das andere einstelle, kann ich... Vorsicht vor den Zähnen. Da ist noch mal irgendwo ein Krokodil. Wo kommt's? Okay, es ist, glaube ich... Es ist schon rot. Ich wollte mal schnell umstellen auf... Doch im richtigen Moment klicken. Nee, es ist weg. Wollen wir mal ganz schnell in die Einstellung gucken. Das ist, glaube ich, hier. Nee, bei Spiel... Das mache ich mal kurz aus, automatisches Sammeln. Ich will mal gucken, ob man mehr rausbekommt. Wir haben, was wir brauchen. Liefert ihr das Zeug ab? Ja, man kriegt wesentlich mehr raus, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Also. Oh, Krokodil, Krokodil, Krokodil! Krokodil, Haut und Fleisch.
Es geht halt immer auch sofort aber los, ne? Gerade mit der... mit dem Brecheisen ist es dann immer ganz schön anstrengend. Da ist ein Fragezeichen. Es ist schon wieder ein Kokophant. Sehr gute Arbeit, Captain. Außenseiter. Das gibt sogar Ruhm, die Dinger abzu. Ja. Jetzt habe ich noch nicht aufgepasst. Mal zur Not sogar verscheuern, glaube ich. Los jetzt! Arbeite hart, was du wolltest! Damit hättest du alle! Geht da auch bald los? Wir fahren ja schon zurück jetzt, liebe Crew. Hört mal auf zu drängeln, sonst werdet ihr Kiel geholt. Ha. Hier links sind Glühwürmchen. Das kann man immer gebrauchen. Ist das nochmal Akazie? Ja, na klar, nehmen wir es mit. Wir haben, was wir wollten, Captain. Jetzt bin ich auch gleich voll mit dem Schiff. So, jetzt ab. Ab, Häme. Mitnehmen. Das gibt richtig viel Ruf. Das sind 50 Rufpunkte. Das ist gar nicht wenig. Hier so eine olle Quest gibt eine 100 gerade mal oder so. Die wir gerade machen. Ja, ja, wir liefern jetzt ab. Nochmal einen Fisch mitnehmen hier. Irgendwie, da ist ein Fisch. Hier. So, ich habe ordentlich Holz gesammelt. Ich glaube, über 60 Stück haben wir gerade. So, zum Schiffsbauer. Habt ihr einen Auftrag für mich? Erstmal abgeben. Ein Huhn, das Krokodileier ausbrütet, verdient es nicht besser. Ich fürchtete, euch nicht wiederzusehen, wie die anderen, die wir zum Holzholen in krokodilverseuchte Gewässer schickten. Macht so weiter, dann wird eurem Glück nichts im Wege stehen. Ihr seid nur einen Schritt davon entfernt, euch euer eigenes Schiff zu sichern. So, ein seetaugliches Schiff. Bau dein erstes Schiff. 100 Ruhm. Ihr habt es weit gebracht, seit ihr Treibgut an der Küste gesammelt habt. Wenn ihr Silber habt, verkaufe ich euch gestohlene Baupläne der Kompanien. Mit dem richtigen Material könnt ihr ein Schiff bauen, das es mit ihren Besten aufnimmt. Jo. Komm, verkauf, 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 verkauf. So, wir gucken erstmal. Vielleicht haben wir eins freigeschaltet.
herstellen. Das haben wir, ne? Den Bauplan, oder? So wie ich das sehe. Jute haben wir genug. Wir haben alles da. Das ist irgendwie schick. Knete haben wir auch genug. In St. Anne spielt eure Vergangenheit keine Rolle. Zack. Jute ist jetzt alle. Okay, hat automatisch abgeschlossen. Schiff wechseln. Gesamte Fracht ins neue Schiff. Jawohl. Erstmal so. Seht euch das an. Ein eigenes Schiff und eine Küste, an der man sein Glück finden kann. Sprecht mit Thomas, dem Schmied. Falls ihr nicht vorhabt, das nächstbeste Kompanieschiff einfach zu rammen, kann er euch Kanonen bauen, mit denen ihr es versenken könnt. Kanonen sind immer gut. Guten Tag. Normalerweise würde ich einen niemand wie euch nicht mal mit dem Arsch angucken. Aber ich habe gesehen, dass die Geschützluken eures Schiffs erschreckend leer sind. Ja, du siehst aus wie mein Zwillingsbruder. Ihr seid ein hungriger kleiner Fisch, was? Passt auf, dass ihr keinen Kompanieköder schluckt. Die würden euch fachgerecht ausnehmen. Seit dem Schiffbruch der Exeter mangelt es hier an allem. Die Kompanie weiß das, also erhöht sie den Druck. Bringt mir Vorräte, dann mache ich euch Waffen zum Aufspießen der Frösche. So, Waffen und Kanone. Gegner und Beute beugen sich nur vor Schießpulver. Stelle Kanone und Munition für dein erstes Schiff her. Bevor ihr ein Stück aus der Kompanie rausbeißen könnt, müssen euch erstmal Zähne wachsen. Im Moment herrscht da gähnende Leere. Ihr braucht Vorräte. Die müsst ihr selbst besorgen. Also, schwingt die Hufe. So. Herstellen erstmal gucken. Also das haben wir schon als Blaupause. Stinknormalen Kanonen. Eisen. So. Wir können, glaube ich, 3 Stück. Ja, 3 Stück können wir. Lieber Regen in Bristol. Kann ich nicht gleich mehrere bauen? Kanonenkugeln. Ich guck mal, wie teuer die Kanonenkugeln sind. Nicht, dass wir da... Ich muss noch eine bauen. Altmetall. Haben wir genug. So, da sind 100 Kanonenkugeln drin. Ah, hier kann ich jetzt mehrere aussuchen. Ich sag mal, wir holen uns erstmal 400 Kanonenkugeln. Diese feurigen Kanonen gehen durch die zarten Kompanierümpfe wie durch Butter. So, Tauwerkkasten beschafft. Der ist sogar lila, der Tauwerkkasten. So, Aufträge. Um ihre aggressiven Expansionspläne voranzutreiben, ist die Kompanie... Kompanie Sammlerschiffe. So, ihr habt die Decks geschrubbt, die Kanonen poliert und die Weichteile gewappnet. Gut, dann könnt ihr euch endlich mit Kompanieschiffen anlegen. Die arroganten Hunde bedienen sich ganz gern mal an meinem Eisen. Sprengt sie in Stücke! Jo. So. Jetzt ist die Zeit auch schon wieder um. Ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut und dann gehen wir in der nächsten Folge
das Schiff ausrüsten und auf die ersten Schiffe los, würde ich sagen. Jo, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach. Sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.